Hier bin ich auch noch nicht lang gelaufen, oder? Kommt mir nicht bekannt vor. Nee, hier war ich auch noch nicht. Vielleicht ein Kelpie. Kelpie-Statue. Diese Statue stellt den Kelpie dar, einen in Irland und Großbritannien beheimateten Wasserdämon, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann, gewöhnlich die eines langmähnigen Pferdes. Der größte Kelpie, von dem je berichtet wurde, ist das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland. Ja, ich weiß Bescheid. Das wäre jetzt lustig, wenn das da drauf Ciri wäre. Von The Witcher, weil die hat ihr Pferd nämlich Kelpie genannt. Ja, ja, ja. So. Rebellion. Die Truhe tut mir immer so leid. Da ist auch noch irgendwo eine Truhe. Sind wir hier irgendwie in der Nähe vom Slytherin-Gemeinschaftsraum? Sieht hier sehr schlangig. Schlangolös aus. Wo komme ich denn da hin? Müsste hier nicht eigentlich ein Durchgang sein? Wenn das der Slytherin-Gemeinschaftsraum ist, ne? Kommt man dann überhaupt in die anderen Gemeinschaftsräume rein und kann dort dann dementsprechend auch noch Sachen suchen? Oh. Oder kann man diese Truhen dann sowieso nicht mitnehmen? Lumos. Ja, ist das nicht da? Und wo ich gerade kam? Revelio. Motti. Motti? Hallo. Ja, ich gehe da gleich Hallo. Lang. Rote Quidditch-Handschuhe. Wo ist die Motte? Muss doch hier irgendwo sein. Wir gehen erstmal hier auf Klo. Oh ja, die ist ein bisschen kaputt. Gorodok Gargoyles. Hier ist ein Quidditch-Klo auf jeden Fall. Oh, da ist auch noch was drin. Ein paar schöne Zeichnungen. Slytherin-Waschbecken. In einem der kupfernen Wasserhähne dieses scheinbar gewöhnlichen Waschbeckens auf den Mädchentoiletten ist eine kleine Schlange eingeritzt. Niemand weiß, was sie bedeutet. Doch wir wissen, was sie bedeutet. Leider kann ich kein Parsel sprechen. Revelio.
schön groß, die Mädchentoiletten hier im Vergleich zu den Jungstoiletten. Finde ich diskriminierend. Rebellion. So, wo ist jetzt hier? Die Motte. Da hinten ist sie. Geht das denn jetzt überall noch hin schon wieder? Gut, Motti ist versorgt. Keine Ahnung, was dieses ist. Aber hier komme ich sowieso nicht weiter. Ganz offensichtlich. Ja, das wird irgendwas hier drin sein oder da drin. Keine Ahnung. Auffällig aus. Ah, jetzt sind wir hier bei der großen Treppe. Die haben wir auch noch gar nicht genutzt, tatsächlich. Müsste ich nicht eigentlich irgendwie runter? Ach so. Nein, wir haben gesagt, wir gehen jetzt zum Gemeinschaftsraum. Dann machen wir das auch. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Aber das hier würde ich natürlich gerne lösen. Wo ist denn der Rest davon? Wo ist die zugehörige Tür? Das verstehe ich nicht. Hier. Nein, wir machen nur die Tür auf, dann gehen wir zum Gemeinschaftsraum. Okay, bei dem einen Fragezeichen brauchen wir den Demigeist. Und beim anderen... das komische fünfbeinige Vieh, wo ich vergessen habe, was das ist. Mein Gott, sei doch mal leise. Schön, schön. Wann kommen wir wohl zum Raum der Wünsche?
ob man den selbst finden muss oder ob das im Rahmen einer Quest kommt. Wäre da auch die Frage. So. Revelio. Und ich würde gerne bei der Küche rein, wenn das geht. Würde die da doch lachen. Man kann ja nicht drauf zaubern. So. Da ist der Herr Diggory. Gut. Ich gehe mal kurz die Hausmarken reinpacken hier. Ich habe noch nie eine echte. Noch eine Hausmarke für die Haustruhe. Super, ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Ah, okay. Ja, fast die Hälfte. Ich hatte schon Angst, dass sie jetzt bei jeder einzelnen Hausmarke einen Kommentar macht. So, der Herr. Was gibt es? Sie wollten mich sehen, Sir? Ja. Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären. Dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch? Und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre eine Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Auf jeden Fall. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hawksfield. Oh. Soll ich ihr sagen, dass sie kommen? Ha! Wieder ein neuer Ort, wo ich alles erkunden muss. Wie würden die Seiten ihr helfen? Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann ihnen mehr darüber erzählen. Können Sie mir mehr über Helen erzählen? Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wann waren Sie Minister? Wann waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren. 1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als sie denken. Ich sehe sie dann dort. Bald, hoffe ich. Also umgehend dorthin halte ich für eine Falschbehauptung. Mit dem Umgehend, das ist ja immer so ein bisschen schwierig einzuhalten. Wenn wir schon mal dabei sind. So. Nein, nicht so gut.
Und wo ist das jetzt genau? Warte. Upper Hogsfield. Oh, Moment. Ja. Beim Haupteingang raus. Okay. Weltkarte. Macht wahrscheinlich Sinn. Oh Gottes Willen. Was, warum? Oh, es ist gerade komisch. Okay. Das ist Hogsmeade, das ist Upper Hogsfield. Also macht wahrscheinlich einmal Sinn, nach Hogsmeade zu reisen, ne? Ja, natürlich sind auf dem Weg wieder eine von Knuddelmus bewohnte Höhle. Ich weiß nicht, ob ich diese Tiere schon einsammeln kann, weil ich den Raum der Wünsche noch nicht habe. Vielleicht sollten wir zum verbotenen Wald einmal, dann das Stückchen zurück zu der Prüfung. Das ist schön hier. Gut, die Prüfung, die möchte ich gerne machen. Oili. Gib mir das. Wo ist die Prüfung? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ich bin immer noch sauer auf Merlin wegen dieser einen Prüfung, die ich nicht fertig machen konnte. Es wird weg. Ich mache hier gerade eine Prüfung. Ist gerade ungünstig. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Na, ich weiß noch nicht so genau. Aber eher da oben zu sein. Irgendwo. Revelio. Hogwarts hat Glück, dass es seine Schutzzauber hat, wenn du dich fragst. Über die Neugier, die man dir in Hogwarts beibrachte, wird dann. Ich habe bei Crackcroft schon ewig keine lohnenswerte Beute mehr gesehen. Ein irgendwelche Verbrecher zu sein. Ah,
Ich schwöre, keiner von euch hätte noch seinen Kopf auf den Schultern, wenn ich euch nicht im Zaum halten würde. Ildra, okay. Ildra Pirscher, was können die? Ich habe immer... Diese Zauber können vor allem einfache Angriffe abwehren, weswegen zunächst ihr Schildzauber gebrochen werden muss, um sie zu besiegen. Während sie ihren Explosionszauber aufwärmen, ist es fatal, sie mit Glacius einzufrieren. Ich habe die ganzen Kackzauber halt noch nicht, die da immer stehen. Ah, aber ein Beutel aus Einhornhaut. Der bringt ein paar Galeonen. Keine Ahnung, was ich... Wartet mal kurz. Ich will, auf Expelliarmus gehen. Was ihr sehen soll. Vielleicht schaue ich mich bei Falcroft mal nach Beute um. Keine Ahnung, was so schlimm am Wildern sei. Aber wenn die Luft kühler ist, dauert es immer länger. Ja. Du sollst fahren. Ach, scheiße, vergessen auszuweichen. Oh, okay. Was ist denn hier los? Los mit der Wilderei! Dann ist noch ein bisschen unbeholfen. Man musste echt erst wieder reinkommen nach einer Woche. Aber es ist offenbar nicht so schlimm, wenn man noch nicht alle Zauber hat. Revelio. Hab ich da noch was verloren? Ja. Okay. Ups. Die Prüfung haben wir auch gemacht. Wundervoll. Schauen mit dieser Knuddelmuffhöhle auf dem Weg, ob man da was machen kann. Irgendwo auf dem Weg gewesen sein. Hier sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Kann ich nicht kaputt machen? Da. Oh, ein Sack. Ach, das sind Drachen. Junge, was ist das? Wo ist die Knullmuffhöhle? Da. Da würde ich gern hin. Revelio.
Revelio. Nudelmuffs. Ah, hallo. Hallo. Oh, guck, die hauen nämlich immer alle ab. Hallo. Oh. Hallo? Komm. Hi. Ich will dir nicht wehtun oder sowas, aber kann ich irgendwas mit dir machen? Ich fürchte, ich brauche irgendwas, was ich noch nicht habe. Revelio. Die haben nämlich immer alle keinen Bock auf mich. So. Gut. Es ist noch relativ weit bis dahin. Deshalb lass uns einmal nach Hogsmeade reisen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Alle Wege führen nach Hogsmeade. Gibt es irgendeinen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Ich weiß, ich glaube, ich habe hier tatsächlich eine Seite übersehen. Dann kann ich mich nämlich erinnern. Na, gib mir das jetzt. Honigtopf. Der Süßwarenladen Honigtopf verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten, von zischenden Whispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Waren dieses Ladens probieren. Das habe ich nämlich tatsächlich beim Schneiden gesehen, dass ich da was übersehen hatte. Revelio. Oh, und hier auch. Alles klar. Ja, jetzt weiß man auch, dass man immer auf dieses Geräusch achten muss. Das habe ich da noch nicht gerafft. Hengis von Woodcroft. Diese Statue zeigt Hufflepuff Hengis von Woodcroft, angeblich der Gründer des Dorfes Hogsmeade, nachdem er von einem Muggelmob aus seinem Haus vertrieben wurde. Oh. Okay. Noch irgendwo. Revelio. Mir hier so? Okay, war das jetzt ein Bug? Dass es nochmal Kling gemacht hat? Wahrscheinlich. Ich könnte nochmal verkaufen, wenn wir gerade hier sind. Kommen Sie rein und sehen Sie sich um. Bei Wiesenknechts Sonntagsstart. Nein, mache ich nicht. Die Sachen, die haben... Okay, nee, die sind nicht immer besser. Nicht alle, aber eigentlich fast alle. Sind die Sachen, die ich nicht trage, oder? Wieso trage ich diese noch nicht? Habe ich die neu bekommen? Sie haben ein gutes Auge für Mode. Danke. Oh ja, habe ich neu. Nicht durch den Stufenaufstieg.
der Zeit vorbei, wenn Sie besiegt sind. Oh, Verzeihung. Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Das würde ich gerne noch verkaufen. So. Sie haben ein Kaufen nicht unbedingt. Schauen Sie jederzeit vorbei, wenn Sie in der Gegend sind. Revelio. Ich hoffe, das ist die Truhe. Hinterm Laden, die da das Geräusch macht, oder? Irgendwas hier drin noch. Da! Ah! Oh mein Gott. Spekoskop. Ein Spekoskop ist eine Art Antiobskurant und dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemanden in der Nähe entdeckt, dem man nicht trauen sollte. Es sollte allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da es das Ziel sofort auf denjenigen aufmerksam macht, der es einsetzt. Ja, klar. Klar, klar.